Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 beim Maishäckseln in der Realismus-Ausführung mit dem AK-Play, mit dem Felix. Hallo. Grüße. Dem Ansgar. Grüße. Der Merzi ist mit dabei. Moin. Der Dirk. Ja, moin. Der Daniel. Hallo. Und der Shifty. Moinsen. So, wir haben in den letzten zwei Folgen schon ein bisschen gesehen. Wir wechseln immer ein bisschen, ne? Der Ansgar, glaube ich, fährt heute mal Häcksler. Genau. Der Felix ist Abfahrer wieder. Ich habe mir jetzt Ansgars Fahrzeug geschnappt. Es ist voller Dreck. Ja. Es riecht hier ein bisschen strenger. Ja, wir haben ja keine Toilette hier, Leute. Der wird durchgezogen. Ja. Und ja, jetzt fahre ich mal Richtung Dirk, weil ich habe einen vollen Anhänger bekommen. Stopp, bitte. Sind sie voll? Ja, sorry. Oh, jetzt hast du gleich bitte was vor. Zum Dirk. Werner, was hast du denn da? Mit was kommst du denn? Mais. Ach, was? Tobi! Ja, Begeisterung. Es ist ein Reich. Rommel. Ah, okay, dann bitte rückwärts in das Keilsiegel schieben. Rückwärts? Kein Problem. Oh, Dirk, da wird's jetzt gleich wirklich aber eng. Aber mein Keil, bitte. Gar kein Problem. Wo wir jetzt hin? Bei dir? Warum? Aber hey, es gibt Verkehr jetzt. Werner, es gibt einen Kercher auf dem Hof. Mhm. Könntest du ja mal nutzen, ne? Könnte ich. Kannst du auch mal innen durchwischen. Könnte ich. Kennt ihr die Leute, die auf dem Kercher innen durchwischen? Ich gucke mir manchmal so TikToks an. Das finde ich klasse. Ganz oben auf meiner Humorliste. Ich dachte mir, ich durchkreuze mal das System und mache hier eine andere Geschwindigkeit. Papa. Bist du wirklich mit der verfolgten Innenkamera gefahren? Das ist ja ekelhaft. Ehrlich. Mit der verfolgten Innenkamera? Ja, die mitlenkt praktisch. Ja, wieso nicht? Na gut, alles klar. Stehst du quer, siehst du mehr. Ich dachte, ich gilt auch für die Kamera. Ist anders als die anderen Kinder. Ja. Wo darf ich mich denn hier meines... Fahr du mal hier am Silo vorbei, Felix, und komm mal von hier hinten auf das Fahrsilo drauf. Soll ich nur ran oder wirklich rauf? Nö, du kannst ruhig so weit wie geht. Ne? Fahr ja, mal ruhig, noch, ruhig ein Stück rauf. Ich bin aber gleich voll, bin voll, stopp. Ah. Oh nee, mach doch was, Mensch. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, zu spät. So, brauchen Abfahrer bitte. Das ist gerade ganz schwierig. Wir sind gerade am Abladen. Keine Zeit, Leute. Hochbrettanko. Jo, ich weiß auch nicht, wie das passieren könnte hier. Die Maschine kommt. Was ist die Maschine? Jetzt sag nicht dieser komische Deutsch. Farmer ans Grab. Oh. Wie Farmer? Soll ich ja, Farmer. Dann müsste jemand hier bleiben und gleich mal dieses Kranfahrzeug bedienen. Oh, das ist... Oh, Dirk, das wird sportlich hier, das wird sportlich. Müll, das braucht er doch jetzt nicht. Okay. Ja, Werner, so. Fahr. Ja. Kannst du dann quasi rechts wieder von runterfahren, ne? Tobi, kannst du bei Ansgar dahin fahren, ne? Ich fahr rüber. Ja. Daniel, warte mal bitte kurz, wenn möglich, bis wir rausgekommen sind. Sonst kommst du hier nicht rein. Ich hab grad einen Acker rausgeworfen. Daniel, dann wieder so fahren wie jetzt eben gerade auch, ne? Und das wäre dann wahrscheinlich deine letzte Tour. Oh, nö. Dann gibt's einen Bericht. Das Bericht, ja, dann muss ich aussteigen und Führerschein. Ja, abgeben. Wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht, wie voll das dann ist, ob da noch was aufgeht. Tobi, ich fahre 5, ne? Jo, ja, zur Not holen wir wirklich einen Radlader und schieben das dann rein noch. Ja, ja, aber na klar, dann muss er halt auf dem oder quasi vor dem Silo abkippen. Ja, wenn wir dann zwei Mann brauchen, sagst du Bescheid und stell dich ab. Ja. Dann komme ich mit aufs Silo. Ist ja gar kein Problem. So, zu welchem Häcksler soll ich denn kommen? So, kannst du Moment. Wir gut. Sind zu zweit im Übrigen hier, also ich werde mich dann gleich an. ich werde mich dann gleich an Ansgar heften. Sympathisch. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Genau. Mach dich raus aus meiner Leitung. Das ist eine Anzeige. Anzeige ist raus. Nächste, der kommt dann wieder rückwärts ins Kaisi. Oh. Na, das wird aber noch sein. Ui, da hänge ich jetzt fest. Nee, der Tobi wird das sein. Jupp. Ah, oh, nicht mehr. Aber ja, denk mal, wir werden auch auf 5 runtergehen, Werner, weil Ansgar, der kommt ja nicht aus dem... Ja, ja. Ja, ich kann ja mal... Ich kann noch eine Stippe drauflegen. Ja, komm, das ist easy going, sag ich doch, der Deutsch packt es. Ja, das ist traurig, ich bin begeistert. Nee, ist schon kräftig. 6 gehen auf. Okay, gut zumindest. Ja, es kann sein, dass das Feld hier ein bisschen anders beschaffen ist.
Precision Farming am Laufen. Das ist aber wirklich Obergrenze, also da ist schon Leben am Limit hier. Wie voll bist du, Tobi? Wir sind bei 60%. Oh, warte mal. Hier liegt eine Fettpresse. Ja. Muss auch mal schön abschmieren. Der Begriff abschmieren ist beim Gamer ganz was anderes. Ach so. Ja. Na dann abdrücken. Gut. Ja, Werner, wir fahren jetzt links lang. Ja, genau. Und dann kann der Ansgar nachher durchstechen. Felix, dann besorgt ihr mal einen Radlader. Ansgar, der Stecker. Gut, alles klar, dann lass ich mein Gespann hier an der Seite stehen. Genau, weil sonst. Oder hier in der Mitte irgendwo. Das Keilsilo nicht so schnell. Ein bisschen langsamer fahren, Werner? Ich stehe schon, alles gut, ich richte mich nach dir. Okay. Ach, schaut's euch an, der Werner, der häckselt hier rückwärts, häckseln die hier durch. Profi. Guckt's euch an. Unglaublich. Ich habe auch gesehen, manchmal wird auch gehäckselt, dass jemand dann. Ja, ach genau. Das macht genau. Rückwärts fährt genau und das, Sir. Dann ist der Anhänger so leicht angekippt am Anfang noch. Ja, das geht leider nicht. Ja, damit er schön reingeht. Genau. Mhm. Ja. Die unterschiedlichsten Varianten. Die einen machen das so, die anderen machen das so, ne? Das kannst du ein bisschen schön machen, ein bisschen glatt machen. Ja, das ist ja genau mein Ding. Das ist ja gar kein Problem. Ja, deswegen sage ich ja, 6 km/h, Tempomat rein und immer langsam schön vor und zurück. Ja, das... Ui, verstopft. Da war er zu selbstbewusst unterwegs. Gehen wir da runter auf sie. Ui, jetzt geht er los hier. Für all diejenigen, die das nämlich nicht wissen, der Dirk ist der absolute Silo-Geek. Jo. Der macht das immer wieder fantastisch. Ich glaube, du musst da mal abkoppeln dann. Ja? Ich glaube, ja. Nö. Das ist aber auch eng hier, ne, Dirk? Also, ja. Mein lieber Scholli. Und in dem Baum da ist vorhin... Ah, ja, ich sehe. Oh, das aber ist... Aber Silo-Schema ist, wie gesagt, ich hatte in Rila 4 Wochen in Serien, 4000er, auch mal probiert zu schieben. Also, das ist natürlich Übungssache, ne? Aber nee. Das ist schon was anderes, sage ich jetzt mal, ne? Das ist schon... Klar. Also, hier muss ich nochmal mit dem Schild rein. Da kommst du nicht mehr hoch, das ist schon zu krass. Ja, mach das. Ich kann es versuchen, deshalb dachte ich vielleicht mit eine Schaufel haben wir alles nicht, ne? Naja. Nicht nur versuchen hier mit Gewalt ein bisschen. So, Werner kommt, der muss hier auch rückwärts rein. Aber nicht erst. So, ich glaube, wir brauchen bald den nächsten Abfahrer, ne? Wie voll bist du? 85. Oh. Ja, ich glaube, hier ist tatsächlich zu schnell. Also runter kann man so fahren, aber hoch geht nicht. Jupp, Werner kann losgehen. Aber meinst du nicht, hier würde es in Hexer Sinn machen? Das ist ja kurze N. Bitte? Meinst du, hier würde nicht in Hexler Sinn mehr Sinn machen wie 2? Ach, schwer zu sagen, ne? Schwer, wir wollen ja fertig werden. Ist gut, Werner. Von daher. Hallo, dann los. Ah. Perfekt. Jetzt haben wir hier den Dauerstorno drin. Geh mal runter auf 4. Auf 4? Ja, also hier. Hat er jetzt schon mehrmals aufgehört. Wo wir human so unterwegs waren. Hey, man muss dazu sagen, wir sind im Precision Farming auch unterwegs und haben unterschiedliche Böden und Co. Ne? Also, kommt natürlich noch mit dazu. Da wo Merzel oder macht Tobi jetzt rein? Ja, fahren Sie mal. Wir fahren. Ansgar ist verstopft. Abfahrt. Ach. So denn. Hm. Merzi, wie viel? Oh, ja, ich habe wieder eine Aufgabe gekriegt, Freunde. Ja. Ist der gewachsen, Felix? Ja, schauen wir mal am Folgenende. Das macht der Türk mit Absicht ein bisschen, ne? Habt ihr das gehört, wie er da? Nein. Auf gar keinen Fall. War gut. Mehr als nur ins Fäustchen lachen. Oder? Die pure Gehässigkeit, die ich gerade gehört habe. Also, als ob ich die pure Gehässigkeit bin. Ja. Überhaupt nicht. Denn diese andere Gehässigkeit. Ja. Weißt du, ganz andere. Position passt, Merzi. Ja, sieht gut aus. 4 km/h oder schneller? Wir machen mal 4 km/h und wie voll bist du jetzt? 92%. Jo, okay, komm. Wann ist der...
Okay, ja gut, nee, dann gehen wir mal hoch auf 5. Felix, klapp mal dein Schild ein. Das ja, sieht auch gut aus, wir gehen mal hoch auf 6. Nee, noch nicht. Okay. Na, jetzt ist, glaube ich, schon die Leistungsgrenze hier wieder erreicht. Ja, mehr als 6 schaffen wir, glaube ich, nicht. Ich habe ja noch eine kleine Kante drin, weißt du? Ich dachte, ich versuche die mal noch irgendwie... Ja, kannst du ja auch. ...einzuschieben. 98. Kannst du auch machen. 99. Aber ich glaube, hier könnte man wieder drüber fahren. Bist du noch? Ja. Ja, stopp. Also vorne ist schon mal ein bisschen... Oh, meinst du nicht? Ja, okay. Ja, fahr selber nochmal drüber. Naja. Also da, auf der Seite, ja, auf jeden Fall. Grüße! Ja. Grüß dir! Grüß dir! Naja, von hier hinten reinfahren. Von hinten reinfahren, das geht. Naja. Doch, das sollte sie gehen. Hat man hier so eine Dauerwarnung. High Workload. Aber das muss doch. Oh ja, ja, zieh durch. Das will er so. Das will er so, der Krone. Der braucht das. Kenn mich ein bisschen aus mit der Technik. Also soll man den Hebel davor schieben. Einfach reinkommen. Rein da jetzt. Du, Ansgar, ich habe noch mehr Fragen. Ja? Ich habe hier einen Feuerlöscher, eine Zange und einen Schraubenzieher. Ja, und was hast du hier drin gemacht? Hier drin? Ja, war auch ein bisschen Standzeit, ne? Hab ich mal die Elektronik ausgebaut. Ah ja. Für was denn Feuerlöscher dann? Ja. Ja, für Werners Deutz. So. Wenn der auf dem Feld steht. Der wurde schon abgestellt am Hof. Ja. Würdig begraben. Mit dem Hinweis nie wieder. Was? Es war mir eine Ehre. Ja. Kaum wird's ein bisschen analog. Geben sie alle schon wieder auf. Tja. Ups. Da kommt irgendwie so eine Eder. Das ist die berühmte Komfortzone, glaube ich. Ach so. Holla, holla. Mit was kommt er denn? Ah ja. Fahr mal. Na, ja, anders. Von der anderen Seite. Von der anderen auf. Seite, ja. Ansgar, wo willst du hin? Rechts. Wir fahren im Merz hinterher. Dann lasse ich dich vorbei. Es könnte ein bisschen hubbelig werden. Ich weiß nicht, wie schnell der ablädt. Aber vielleicht startest du ein klein bisschen später dann, wenn du auf Silo raufkommst, ne? Das siehst du dann aber gleich schon, wo die vakante Stelle hier im Silo ist. Hey, da ist gleich eine Kante. Ja. Wunderschön. Die gehört dir. Geht weiter. Die gehört mir. Ja, bin schon weg. Wir probieren mal 7 aus. Aber auch wieder für meinen Nacken nicht so schön, ne? Noch ein bisschen vor. Noch ein bisschen vor? Ja. Danke. Naja. Wenn's weiter nichts ist, ne? Wäre auch schon ein Mann im gesetzten Alter, ne? Ja. Da fangen die Probleme an mit dem Nacken. Hast du jetzt eigentlich, wie besprochen, den Rentenantrag schon mal abgeschickt? Nee, oh, aber einen Rollator ist bestellt. Ah, gut. Mit dem rolle ich jetzt immer zum Träger und dann Abfahrt. Besser ist. Ja. Aber du weißt, wovon ich spreche, ne? Ich habe den elektrischen Rollator bestellt. Wenn ich wird gefördert. Ich dachte schon, Ansgar hat so eine Sänfte zum Herumtragen. Eine Sänfte? Ja. Was ist das? Ja, wo du dann, keine Ahnung, hast du deine 4 Dudes und die tragen dich dann herum mit so einem. Ach so. So ein Ding. Da sehe ich mich. Ja. Ja, aber ich habe das Gefühl, der Felix sieht sich noch mehr da. Nein. Ich sehe dich auch da drin, meine. Ach so. Ja. Der nächste auch Bahn sonst kommt, bin ich ein ganz sympathischer Mann. Rollator auf Wisch bestellt, ja? Ja. Malheur. Ach, Dirk. Es ist ein Schritt zu weit gefahren. Eieieiei. Ja, jetzt hängen wir hier natürlich. Ja, warte mal, dann. Kein Problem. Oh. Ich hab dein Xerion. Hört? Jetzt wird es langsam schon relativ dunkel hier, ne? Ja. Ja, geht, ne? Ja. Was ist los? Ja, weil es so dunkel ist, habe ich gerade die Kante nicht gesehen. Ne? Mhm. Jetzt hast du. Eieiei. Da wird er nervös. Jetzt hast du mich hier aus dem Konzept gebracht. Nicht anhalten. Nee, ich wollte dir noch vorbeilassen. Ja, falsch. Stand falsch. Ah ja. Ah, Dirk, wie machen wir das mit dem Silo? Das ist schon ganz schön heftig jetzt hier auch mit den Seiten. Ja. Pass auf, dann fahr du hier weiter. Der Merzi ist so ruhig geworden. Ich bin noch da. Absolute Schockstarre. Wenn man einfach 6 Praktikanten hier auf dem Hof hat. Ja.
Phoenix, lass sie, wenn die rückwärts hochfahren gleich in das Kaisel, du dann immer nur bis zur Mitte, ne, und dann abkippen. Ja, du machst deinen Namen alle Ehre. Ja. Den Rest musst du dann schieben. Ja. Was für ein Name? Praktikant. Ach so. Ja, Technik ist auch schwierig, ne? Neuland, ne? Ja. Bist du im richtigen GPS-Kurs? Also ich habe so ein bisschen versucht, das ist, also ich hatte schon mal schlechtere Ergebnisse. Bin ich nicht? Ja, kann sein, dass ich hier wegen der Steigung hier so ein bisschen abrutsche, das könnte sein. Alles gut. Sieht auch gar nicht so schlimm aus. Nee, aber genau in den Spuren vom Häcksler vorhin. Der nächste, der kommt bitte ins Keil-Silo rein. Werner, was ist eigentlich der Trecker, den du als letztes Mal in der Realität gesteuert hast? Damals noch. Damals. Das war noch vor dem Krieg, ne? Richtig. Es ist ein Fendt, aber ich weiß nicht, was für ein. Ich glaube, es ist ein 300er gewesen. Und dann eher ein moderner oder eine etwas ältere Serie? Nee, das war ein ganz neuer tatsächlich damals, aber das ist wie gesagt über 10 Jahre her. Hm. Also, vor über 10 Jahren? Ja. Okay. Hm, krass. Wie alt bist du jetzt? 32. Und bei Felix? Ich bin noch gar nichts gefahren, Freunde. Ja, und gar nichts. Dann hast du dir dieses ganze Wissen einfach nur in der Theorie sozusagen angeeignet, über die Getriebearten und Motoren und so. Theorie, ganz viel auch Community, die halt über die Jahre halt dann immer Kommentare geschrieben hat, weil sie sich das so nicht angucken konnten. Und dann wirst du natürlich korrigiert und so, so zieht sich das, ne? Und dann hast du immer mal, lernst du Leute kennen wie Merzi, die erklären dir wieder was über Big M und über die Häcksler und über die Trescher und, ja. Ich hab hier gerade, dein Handy habe ich hier gefunden im John Deere, da ist dein Logo drauf. Ja, Handy. Ja, das ist richtig. Da auf, raus damit. Achso, okay. Danke, ja, sehr, sehr freundlich, sehr freundlich. Nö, nee, auch sonst. Nö, ne? Ist gut, ja. Ist so, wenn ich. Braucht ihr noch mehr Abfahrer wieder? Ja, klar! Ja, Felix, dann hau ab. Passt schon. Ist ja nicht mehr viel. Gut. Gut, dass ich mein Gespann am Shop stehen gelassen habe. Verkaufsbereit? Nee, da hatte ich ja nochmal mit dem örtlichen hier den Xerion geholt. Ah, ja. Ach, guck mal hier, da nehme ich einfach das Fahrzeug von Wernersen. Das steht ja hier noch rum. Aber nicht den Deutz, ne? Natürlich. Dann schiebst du aber die Drehschirme rückwärts. Nein, ich kipp das ab vorher. Wir alle wissen, dass das später natürlich noch zu Ärger führen wird, oder wie Werner es sagen würde, zu einem Storno. Okay. Tobi, wie eben, ne? Ja, ich komm mal am Silo gucken, was hier los ist. Das ist ja langweilig da auf dem Feld. Ich fahr wieder weg da. Du kannst du mal gucken da. Weil der... Der mit dem Deutz muss nochmal das Handbüchlein rausholen wegen dir. Ja, ich muss... Irgendjemand hatte hier das Werkzeug ja ursprünglich, es war drin, jetzt ist es aber nicht mehr drin und jetzt musst du hier nochmal ansetzen. Das Werkzeug ist jetzt wieder drin? Ja. Ah, Gott sei Dank. Werner, warum hast du das Werkzeug rausgenommen? Bei mir war es auch noch drin. Ich war nicht der Letzte, der gefahren ist. Mhm. Wer ist denn danach gefahren? Wer ist denn danach gefahren? Der Herr Daniel. Aha. Und die hat den Schrauber... Lass mal das. Ja. Okay. Na, das schneiden wir dann mal raus. Jetzt bedenke ich, dass Anke immer noch lacht. Ja, ich wollte nicht sagen. Ah, da ist er ja endlich. Wie bestellt, so auch bekommen, aber leider ein paar Stunden später, ne? Naja. Junge, das wird immer wilder. So, ich bin auf dem Weg zum Feld. Die Verspätung fahren wir wieder raus. Ah, Felix, du bist zu spät. Wie? Der Tobi übernimmt. Dann musst du dich hinter Werner einreihen. Ja, kein Problem. Nach anderthalb Stunden dürfte mal mit dir, aber... Ja, wie gesagt, das Fahrzeug war unstandesgemäß abgestellt. Ja. Werkzeug fehlte, Sicherung raus, irgendjemand hat an der Elektronik rumgefriemelt. Der Feuerlöscher nicht drin. Feuerlöscher nicht drin. Ja, da gab's auch noch was zu holen. Jetzt, Mann. Da muss ich wieder schneiden, du meine Güte. Das wird eine ganz anstrengende Folge.
Eine 17. Der Zeitraffer wird da alle angewendet. Ich denke auch, ne? Timelapse durch da. Daniel, freuen wir uns, dass du auch mit dabei bist. Ja. Was? Geil gelacht. Bist mittlerweile auf Erich-Niveau, muss ich sagen. Wer ist Erich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, dort oben der steht ein Hexer gespannt. Was ist da los? Hm? Achso, nee, die rollen, okay. Ihr rollt alles. Achso, ich. Gesagt, macht das Schaltwerk sauber, ne? Ich soll mich aber bei Ansgar mit einreihen. Ja, ja, der hat gerade nochmal einen Storno, aber. Storno. Möchte ich das? Gibt hier ein Käffchen, hab ich gehört. Ah, dann möchte ich das. Ah! Moin! Moin! Gott! Was? Er hat die Hupe auch aus der Dose bestellt. Mhm. Mach mal! Zeig mal, was er kann. Ich höre hier vor lauter Häcksler kaum was, aber das ist doch durchgedrungen. Na, jetzt mit der Beleuchtung auf Häcksler sehe ich erst, wie schmutzig meine Frontscheibe ist. Ja. Ui, mach ich jetzt, würde ich sagen, Außenkabel. Okay. Das heißt, ja, wir fahren jetzt einfach auf die andere Seite. Genau, von immer im Kreis jetzt. Wenn wir folgen. Ah. Okay, dann schaffen wir das vielleicht tatsächlich noch. Ja, doch, gute Dinge. Ja, aber nicht mehr allzu viel, ne? Das muss rein, Dirk, das muss rein. Ja, ja, ja. Dirk, da musst du irgendwie, musst dir was überlegen. Mehr ja, muss untergebracht werden. Ist schön. Aber Freunde, ich möchte doch wirklich an dieser Stelle, in dieser ruhigen Minute mal festhalten, dass ich doch sehr positiv überrascht bin. Wie gut das hier läuft, ohne dass wir hier schon x Stunden miteinander spielen. So sieht das aus. Ja, das ist richtig. Einwandfrei. Nichts anderes habe ich erwartet. Alter Schmeichler. Was hast du da eigentlich veranstaltet? Ich habe doch gar nichts getan. Ich war das nicht. Um was geht's denn? Das ist meine Frage. Kategorisch erstmal so, ich war's nicht. Um was geht's? Naja, ich möchte da mitreden. Gar nichts gemacht. Nur eine Bier getrunken. Ich habe gearbeitet. Was sollen wir die Rundumleuchten sagen? Alarm! Alarm! Aber das schneiden wir nicht raus. Nein. Das ist Kulturgut. Das ist genau. Ui. Der nächste Schritt will ich jetzt nicht gehen. Sag mal, ach, Merzi, ich fahre ja viel, ich bin vorhin noch auf deiner Map rumgefahren. Und ich komme immer an diesem Bratwurststand vorbei. Und diese. Bei Gitti, ja? Bei Biene? Gitti. Ja, ich nenne, bei mir ist es die Uschi. Ah, ja. Drei verschiedene Damen, ja? Drei Dienste, okay. Interessant. Aber im Prinzip, wir reden von der gleichen. Ja. Ja. Wie kamst du darauf, da den Bratwurststand zu platzieren? Einfach so. Ich weiß gar nicht mal, da hatte irgendjemand, hat mir mal seine Map gezeigt und dann meinte, oh, so ein Imbisswagen, den kann ich auch noch gut bauen. Da würdest du einen haben? Jo. Hat er mir den rüber geschickt und der habe ich gesagt, der passt gut bei Aldi hin. Und dann haben wir den einfach dahin gestellt da, ja, ne? Perfekt. Ja. Dreh- und Angelpunkt, sämtlichste YouTuber, habe ich das Gefühl. Ja. Schon oft gewesen. Freue ich mich immer wieder, wenn ich dran vorbeifahre. Vor allem, weil es so wenig platziert ist. So, der Herr Eder nochmal in das Kaltilo und dann haben wir es. Wie ist denn der Herr Eder so schnell da hingekommen? Da war doch eben noch neben mir. Ja. Rödeln. Da würde ich mir jetzt auch mal Gedanken drüber machen. Unglaublich. Nur einen reingedrückt bekommen hier. Ja. Schlimm. Jo, ja, aber ist gut. Tja, das ist hier natürlich spannend. Wo kippt man denn das hier mal hin, hm? Oh, jetzt ist der Sound hier aus. Ja, hier ist ein bisschen viel los. Warte mal kurz, was ist denn hoch noch?
Ja, jetzt ist leer. Dirk, was ist, wenn ich das dahinter schütte, in die Wände schleife? Ja, kannst du machen. Ganz einfach den Häcksler mit mir stehen lassen. Nee, brauchen wir nicht mehr. Ja, macht wer morgen. Ist halt so. Ich hab wieder Sound. Herrlich. So, dann mache ich den hier nochmal sauber. Wie sich das gehört? Ah, geht das gar nicht. Ich dachte, hier ist ein Kercher. Hat besetzt. Achso, ah. Machen Sie bei mir auch. Wischen Sie nochmal drüber. Nochmal feucht durchziehen. Hast du das jetzt tatsächlich ja, da hinten vor den Zaun gekippt? Ja, ja, hier in die Wendeschleife rein. Kannst du, wie soll ich denn das hier draufschieben? Nee, ja, wie selbstbewusster das sein? Ich Wendeschleife rein. Ich weiß nicht, Chat, ihr könnt das ja nochmal beantworten, aber ich habe da gerade gefragt, soll ich das in die Wendeschleife kippen? Ja, ja, mach mal. Ja, natürlich, aber ich habe gedacht so, dass ich da... Dirk, da musst du dich auch mal ein bisschen strecken. So, da, ja, also du hast da. Recht. Ja, du hast recht. Ne? Ja. Ja, der Daniel, der spielt ja auch noch ein bisschen Tetris. Ja, keine Ahnung. Und ich schieb mich hier mal auf dem... Ach, wer steht denn hier auf dem Waschplatz? Ja, ach. Moin. Obacht. Wurde gerade gewaschen. Ah ja, jetzt sehe ich hier auch mal was. Das Fenster zumachen. Ja, das ist auch ein bisschen... Ja, nee, ich habe Drehschemel. Ich kann jetzt hier nicht. Also der hier könnte abgedeckt werden. Ja, mach das. Na gut, dann... Ich bin sauber, oder? So, ich glaube, du bist schickilacki sauber, oder? Alter. Ah, fertig für heute. So. Oh, jetzt gehen wir uns besaufen. Ja. Macht man das so? Nach dem, was hier passiert ist. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oh, das sieht gut aus. Vor allen Dingen, das klingt so passiv. Nach dem, was hier passiert Dankeschön, ist, Tobi. Als gäbe es kein Schuldigen aber dafür. Sicher. Ja, das gibt es ja auch nicht, anscheinend. Ich möchte jetzt nochmal gucken, wo du das... So sicher. Wo jetzt hier genau nochmal das Problem ist. Steck du nochmal ein Messer in die Wunde. Da liegt doch gar nichts mehr. Was? Ach hier, ja doch. Oh, oh. Ja. Das liegt doch gar nichts mehr. Nee, hast du schön in eine Wendeschleife reingezimmert. Ja, natürlich. Ich habe gefragt. Ja, und es ist auch logisch, dass es da hinkommt. Ja, ich meine, das ist ja im Prinzip das Silo. Ich fasse das jetzt nochmal für die... Ich fasse das jetzt nochmal für die Herren zusammen. Ich fahre an, ich funke hier, das wird ja spannend, wo schütten wir das denn hin? Da kommt nichts. Ich sag hier, soll ich es gleich in eine Wendeschleife reinschmeißen? Ja, mach mal. Ja, die Wendeschleife. Ja, das da hinten ist die Wendeschleife. Nee, pass auf, ich laufe sie mal ab, pass auf. Stell dich hier mal hin und schaut euch das genau an. Also, pass auf, von hier geht die los, hier fängt die Wendeschleife an. Gerne. Ja, hier lang. Dann geht sie hier lang. Ja, wunderbar, guck dir das an. Und hier lang. Ach, und dort hätte ich abkippen sollen? Und hier ist sie zu Ende, die Wendeschleife. Ja. Also das ist alles Wendeschleife. Und jetzt bin ich natürlich davon ausgegangen, dass man nicht... Mir ist da ein Schlauch gerissen. Ich konnte es nicht mehr erinnern. Ach so. Jetzt wird die Legende langsam geändert. Jeder normale Mensch hätte gedacht, okay, na klar, es macht ja natürlich Sinn, dass der mit seinem Schiebeschild von da hinten nach hier hinschieben kann. Ja. Ich hätte das gerne so gemacht, aber es ist Werners Fahrzeug. Wir hatten die Probleme jetzt mehrfach schon auf dem durchgelegt, auch gar kein dass Problem da an der Elektronik und alles rumgefummelt wurde. Ich kann da jetzt nichts ändern. Nein, das ist auch gar kein Problem. Du hast wahrscheinlich gesehen, dass hier ein Tor ist. Richtig. So, das mache ich jetzt auf. Genau. Jetzt kann ich rückwärts da reinfahren und kann das trotzdem dahin schieben. Ansgar, oder? Das ist doch... Also es ist ja so, in der Realität, ein richtiger Landwirt, der macht es ja auch, verteilt die Silage immer erstmal, das ist ein Ritual, quer über den Hof. Aber selbstverständlich. Und dann gucken wir mal, wie man es irgendwie ins Silo bekommt. Ich wollte ja auch mal gucken, wie kommt Dirk mit so einer Situation jetzt zurecht. Genau. Auch mal hier so ein bisschen die RP-Fähigkeiten getestet hier. Naja, das ist doch schön. Und jetzt guck dir das an. Macht er doch super. Wie den Herrn leiden. Ja. Guck dir das an. Das kann der halt, ne? Ja. Aber erstmal aufregen. Naja, gut. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Nein, ist ja alles gut. War eine hektische Situation für mich in der Wendeschleife einfach.
hektische Situation. Nichts ist los. Feierabend, alle fertig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Deutsch mit zwei Drehschieben, hektische Situation, also. Oh. Also ich empfand das als sehr hektisch hier. Er drückt den Steuerhebel herum. Ja, also wie auch immer. Ich denke, das dauert hier jetzt noch so eine Stunde anderthalb, bis das hier alles wieder in Ordnung gebracht ist. Ich würde vorschlagen, Werner, ja, weiter deines Amtes. Wir sind fertig für heute, meine Damen und Herren. Das war erstmal jetzt drei wunderschöne Videos, hoffentlich. Maishäcksel. Ne? Ja. Dankeschön nochmal an den, wie sagt man das? An den, denjenigen, der das so ein bisschen in die Wege geleitet hat, an Felix. An Felix und auch an Merzi, der ja hier ein bisschen seine Expertise mit reingebracht hat. Richtig. Und uns hier nochmal so ein bisschen andere Weisen, wie man so ins Feld sticht und wie man das alles handhabt, beigebracht hat. Herzlichen Dank, genau. Natürlich auch an Dirk, an den Tobi und an alle, an die dabei waren, auf alle Fälle. Genau. Genau. Und ja. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Alle nötigen Links zu den anderen Kanälen, beziehungsweise vielleicht sogar, wenn es eine Mod-Liste gibt, hauen wir die auch noch in die Videobeschreibung. Und ja, damit sind wir erstmal raus, oder? Ja, würde ich so sagen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Macht's gut. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.